Hallo, mein Name ist Stefan Geißler und ich möchte mit Ihnen heute über das Phänomen Hypertrophie, also Muskeldickenwachstum, reden. Dazu schauen wir uns erst rein definitorisch an, was ist eine Hypertrophie. Dann schauen wir uns an, welche Belastungsnormative werden empfohlen, was muss ich tun, um über einen Hypertrophiereiz zu reden. Wie passt sich der Muskel an, also Adaptationsprozesse, wie kommt es zu einer Hypertrophie, um letztlich unser Fazit daraus zu ziehen, für wen macht ein solches Training Sinn, der Hypertrophie. Wir beginnen also jetzt erstmal mit der Definition der Hypertrophie. Und wie Sie das sehr schön auch immer in der Literatur nachlesen können, handelt es sich hier um eine Vergrößerung des Muskelquerschnitts durch die Einlagerung von Eiweißen in die vorhandenen Strukturen, eine Vermehrung an Myofibrillen. Und das unterscheidet sich natürlich ganz klar von der Vermehrung an Muskelfasern. Das wäre dann nicht die Hypertrophie, das wäre die Hyperplasie. Wir sehen sehr häufig hier auch an der Darstellung, wird es oder es entstammt vor allem dem so Bereich Bodybuilding. Bodybuilding, also die Formung des Körpers ganz gezielt, ist natürlich hier eine Extremsportart. Letztendlich interessiert es natürlich jeden irgendwo, den Muskel zu formen, dadurch seine Körperform irgendwie zu steuern. Und also auch sehr im Fitness- und Breitensport sehr verbreitet, eben ein hypertrophieorientiertes Training anzustreben. Dazu schauen wir uns mal an, wie kommt es denn dazu, zu einer sogenannten Hypertrophie? Sie sehen hier mit einer Abbildung, die habe ich mal von einem meiner Studenten gemacht. Das ist also eine Muskelbiopsie gewesen am Vastus lateralis des dominanten Beines. Und dann wurde mit einer ATPase-Färbung gearbeitet, ein Querschnitt gemacht und geguckt, was sind da für Strukturen. Und hier sieht man eben diese Dreiteilung, diese schwarzen, diese grauen, diesen weißen. Grundsätzlich können Sie sich merken, das sind hier diese weißen und grauen, das sind die Typ 2 Fasern, also die schnell zuckenden Fasern, und die dunkleren hier, das sind die Typ 1 Fasern, die langsam zuckenden Fasern. Ja, bei meinem Student und bei vielen meiner Studenten, wir haben das sehr häufig gemacht, kam es ungefähr zu einem 50-50-Ergebnis zwischen FT und ST, also Fast Twitch und Slow Twitch Fibers. Und grundsätzlich können alle diese Fasern hypertrophieren. Allerdings haben wir besonders bei Bodybuildern gesehen, dass sich die Typ 2A-Fasern und auch so ein bisschen, so ein Stück weit sogar die Typ 1-Fasern besonders gut hypertrophieren lassen. Ja, wir haben grundsätzlich die Verbesserung der inter- und intramuskulären Koordination, also sowohl das Zusammenspiel der verschiedenen Muskeln wird bei dieser Art von Training verbessert, als auch die Rekrutierung und Aktivierungsfähigkeit im Zielmuskel selber. Und dann kommt es natürlich zu einer Vergrößerung des Muskelquerschnitts durch eine Zunahme an Myofibrillen. Wir reden hier von einer sogenannten myofibrillären Hypertrophie, also eine strukturelle und vor allem auch eine funktionelle Hypertrophie. Das wird vor allem durch mechanische Reizungen, durch teilweise Mikrotraumen oder Botenstoffe, die dabei ausgesendet werden, durch hormonelle Anpassungen und verschiedenste Wachstumsfaktoren wie MGF oder IGF-1 etc. beeinflusst. Und letztendlich gibt es natürlich noch eine zweite Art der Hypertrophie, die sarkoplasmatische Hypertrophie. Das heißt, wir reden hier eher über Flüssigkeitsansammlungen im Muskel, die zum Beispiel häufig auch bei Bodybuildern mit Anabolika-Abusus festgestellt worden sind. Das würde ich aber weder als funktionelle Hypertrophie noch als besonders hehres Ziel jetzt mal hier postulieren. Gut, schauen wir uns an, wie erreichen wir dieses Ziel, Hypertrophie, also die Belastungsnormative, sind eigentlich international relativ klar definiert. Wir reden meist von Intensitäten, die irgendwo zwischen 70% und 85% der Maximalkraft liegen. Wir reden also von submaximalen Belastungen, mit denen wir arbeiten. Wenn wir zum Beispiel beim Krafttraining Wiederholungszahlen als Steuerungsparameter benutzen, liegt es meistens so bei 8, 10, 12 bis zu 15 Wiederholungen, die hier empfohlen werden. Abhängig ist es natürlich ein Stück weit von der sogenannten Time under Tension. Das heißt, wie lang steht mein Muskel dabei unter Spannung? Und in der Regel sind das so 20, 30, 40 Sekunden, wenn man hier auch auf Erfahrungswerte schaut, die der Muskel unter Spannung stehen muss, um eben einen entsprechenden Hypertrophiereiz zu bewirken. Was hier noch sehr, sehr wichtig scheint, ist der Ermüdungszustand. Das heißt also, man versucht tatsächlich innerhalb dieser vorgegebenen Parameter den Muskel möglichst stark zu ermüden.
Und letztendlich natürlich noch die Satzpause, die auch einen wichtigen Parameter darstellt, weil innerhalb dieser Satzpause auch so ein sogenannter Hormonal Response auf die Belastung folgt. Das heißt also, Hormone werden ausgeschüttet, Wachstumshormon, Testosteron zum Beispiel. Und da sehen wir, dass so ein Peak nach 1 bis 1,5 Minuten erreicht ist. Dementsprechend wäre jetzt zum Beispiel, wenn man das als Hintergrund nimmt, für den nächsten Satz vorzuarbeiten, eine Satzpause von circa 1 bis 2 Minuten recht empfehlenswert. Ja, das sind die Belastungsnormative. Welches Fazit können wir daraus ziehen? Zum einen findet es ganz gerne Anwendung im Fitnessbereich, wie eben schon mal betont, im Bereich der Körperformung durchaus sinnvoll. Zum anderen auch bedingt Anwendung im Leistungssport, zumindest in dem Leistungssport, wo es darum geht, mehr Masse aufzubauen. Das bedeutet also, der Boxer, der im Cruisergewicht boxt und nicht ins Schwergewicht will, für den wäre das nicht die beste Idee. Aber der Footballspieler, der einfach mal 10 Kilo mehr Masse braucht, um da Masse mal Beschleunigung, also Kraft anwenden zu können, für den wäre das eine ganz gute Idee. Und letztlich, und das wird gerade in den letzten Jahren wissenschaftlich stark diskutiert, auch im Bereich der Rehabilitation, im medizinischen Fitnesstraining, wo es jetzt, um mal nur ein Beispiel rauszubringen, sicherlich von der Intensität ein bisschen vorsichtig zu handeln ist. Allerdings, wenn ich hier es schaffe, meine Muskelmasse, also meine organische Masse, die als funktionell auch angesehen werden kann, zu erhöhen, dann werde ich natürlich gerade zum Beispiel bei Stoffwechselerkrankungen wie dem Diabetes etc. einfach bessere Karten haben. Also ruhig mal Mut zum Hypertrophietraining, auch wenn Sie schon ein bisschen älter sind oder wenn Sie in der Reha arbeiten mit Ihren Patienten, allerdings natürlich ein bisschen sachte. Danke fürs Zuhören.